So, ist die Event Horizon wieder ein bisschen gewachsen. Und schön, wir haben alles auseinandergenommen. Wir haben auch aus irgendeinem Grund 15 Monsterfleisch, die nicht verarbeitet werden. Die lassen sich aber auch so schlecht verkaufen. Dann tun wir mal hier Monsterfleisch fortgesetzt. Und auch hier. Monsterfleisch fortgesetzt mit auf die Liste, dass das mal langsam verarbeitet wird in den verschiedenen Kompostern, die wir hier am Start haben. Hier Biomasse, Menschenfleisch und da können wir auch mal Menschenfleisch reingeben und bei dem hier ist auch kein Monsterfleisch fortgesetzt. So. Ja, war aber nur ein kleines Schiff bald Welt. Arbeiten verkürzt den Tag ungemein. Ja, das ist was dran. Aber hier war nur ein kleines Schiff. Wir haben drei neue Gefangene. Die liegen gerade noch auf der Krankenstation. Und es haben auf dem Schiff waren auch nur noch vier oder fünf. Und zwei davon sind gestorben. Drei haben sich ergeben. Ja. Ah, bevor wir jetzt weiterspringen, wir müssen auch das Schiff noch ein bisschen auseinander. Gucken wir uns mal an, wen wir denn da so haben. Sophia. Rohstoffabbau 2, aber viel Potenzial. Bauen und Fertigung. Forschung und Waffen. Und ein bisschen was hier unten. Da würde ich sagen, die wollen wir abwerben. Kurab. Hart Rohstoffabbau 2. Bauen, Fertigung. Okay, Medizin. Keine Botanik. Forschung und ein bisschen Waffen. Fertigung ist natürlich eigentlich ganz gut für. Ja, komm, wir machen hier. Abwerben und Connor. Rohstoffabbau nur 1, Bauen 3, nichts in Fertigung, Botanik, Medizin, Forschung, Waffen 1, ein bisschen da unten. Ist halt ein guter Doktor, aber wir haben genug gute Doktoren. Ich würde jetzt sagen, er ist tollpatschig und er ist Arzt. Ja Gott, dann machen wir Connor. Connor. White. Connor White kann ausgeliefert werden. So, und dann machen wir mal die Geschwindigkeit hoch und bewegen uns weiter durch dieses unerkundete System. Das Schiff müssen wir auch gleich auseinandergebaut haben. Finde ich schön. Haben wir mal entspannter tatsächlich ein Piratenschiff uns unter den Nagel gerissen. Und wir haben eine kleine Krankenstation auf Event Horizon eingerichtet, was eigentlich längst überfällig ist. Gefällt mir. Hier mit den Fenstern zur Krankenstation, wo man dann die Schlacht beobachten kann. Gut, dass die Leute die Fenster nicht einschlagen können. So, und jetzt sind wir eigentlich komplett durch mit Abbauen des Schiffes und dann können wir springen. Eintreffendes Schiff, ein Zivilistenschiff interessiert uns nicht. Und zwupp. Und wir wollten. Ne, wir sind von da gekommen, genau. Wir sind von da gekommen und hier haben wir die Piraten erwischt quasi. Und dann gucken wir uns doch mal hier so ein Seitensystem an, bevor wir weiterspringen. Entweder zu den Piraten runter oder zu den. Wie sieht denn das Piratensystem aus? Das Piratensystem ist auch super verzweigt. Das ist ganz krass. Wasser geht immer noch. Wir brauchen ein bisschen Energium. Und da oben hätten wir einen Handelsposten. Aber wenn wir schon mal hier unten sind, dann würde ich doch sagen, erkunden wir mal hier dieses eine Satellitensystem. Oh, ist ja nur ein ganz kleines. Ein ganz kleines. Da ist. Da. Sklavenhändlergilde. Ja, ein Schiff der Sklavenhändlergilde. Wir haben in diesem System zwar keine Schilde, aber. Ich habe einen Energiestabmangel. Ja. Ich habe einen Energiestabmangel, weil ich sehr, sehr viele Hyperraumsprünge gemacht habe.
Deswegen ist es gerade dünn mit Energiestäben. Die werden aber gerade auf der Herz aus Gold wie bekloppt hergestellt. Sklavenhändlergilde ruft an. Ja, ich wollte euch auch gerade anrufen, weil ich habe nämlich Leute von euch. So, geh mal jemand ans Telefon. Sei gerührt, Weltraumreisender. Wir suchen nach Mitgliedern unserer Gruppierung, die einen Notruf abgesetzt haben. Ja, es befinden sich Flüchtlinge bei uns an Bord. Alles klar. Wunderbare Neuigkeiten. Wir sind bereit, dir Belohnung fürs Aushändigen unserer Gruppenmitglieder zukommen zu lassen. Sie bieten dir Folgendes an. 3 Hypertreibstoff, 1 Sanitätsartikel, 2300 Credits. Ja. Annehmen, Ausgleich erhält die... Herz aus Gold. Wissen eure freundliche Geste zu schätzen. Super. Dann lasst uns mal Handel treiben, weil ihr habt doch bestimmt, habt ihr Sachen, die ich haben will. Ich könnte ihnen Energiestäbe abkaufen, weil im Moment wir haben 0 Energiestäbe. Ja, wundert mich jetzt nicht. Wir könnten mal, wir haben super viel Kohle. 64.000. Wir könnten ihnen einfach mal Energiestäbe abkaufen. Da müssen wir nicht ganz so viele herstellen. Wir könnten ihnen, was könnten wir ihnen denn, ja, wir könnten ihnen das hier verkaufen dafür und brauchen sie, oh ja, Biomasse. Ja, sie scannen mein Schiff. Scannt dein Schiff. Du wirst inspiziert. Ja. Ich wurde inspiziert. Das ist jetzt kein... Ihr könnt nicht so viele aufnehmen. Ich würde euch ja alle geben, aber ihr seid wieder nur so ein kleines Schiff. So, und da kommen sie rüber und nehmen dann wahrscheinlich 3 Leute mit. Dann haben wir noch 3 übrig. Mal gucken, wie viele rübergehen. Das weiß ich nicht. Oder sind die schon drüben? Habe ich jetzt nicht mitbekommen. Ja, ich glaube, die sind jetzt schon drüben. Spannend. Wieder ein paar Flüchtlinge weniger. Ne, jetzt werden sie, glaube ich, gerade abgeholt. Oder? Ne, die bringen uns Sachen rüber. Sklavenhändlergilde. Wartet auf deine Antwort. Ja. Bei uns sind ein paar Ressourcen knapp. 5 Energiezellen. Für 3400 Credits. Dann geben wir euch Energiezellen. Na klar. Für so viel Kohle. Weil die sind auch leicht herzustellen. Energiezellen haben wir auch noch ein paar. Ja, wir haben euch alle Energiestäbe geklaut, ne? Und der Handel lässt auch noch auf sich warten. Ja, hier in der Raffinerie werden ganz furchtbar viele Energiestäbe gerade hergestellt. Das wird sich auf unser Energium-Budget auswirken. Aber wir sind ein paar Flüchtlinge losgeworden. Das ist jetzt schon wieder überschaubar, was hier unten rumläuft. Also das ist ja... Das ist ganz okay, würde ich sagen. So, Handel ist abgeschlossen. Dann können wir eigentlich springen. Und das machen wir auch. Und... Jump. Ja, hier unten wäre noch Wasser und Hyperium. Ah, ich habe das ganze System schon gesehen. Alles klar, hier gibt es nichts weiter für mich zu sehen. Dann springen wir wieder hierhin zurück. Hier hatte ich auch schon alles. Dann können wir eigentlich auch nochmal kurz nach da oben gucken. Erstmal dahin, genau. Vielleicht treffen wir da oben auch nochmal auf Sklavenhändler. Das wäre ganz schön. Damit wir deren Leute loswerden. Hier ist eine Handelsstation. Was heißt eigentlich, ist das eine Handelsstation? Ein Außenposten. Okay. Und Militärallianz. Energium und Chemie. Na, Chemierohstoff geht eigentlich. Energium wäre ganz gut. Ach, wir haben noch ein paar Sprünge. Wir gucken uns jetzt mal. Können wir auf dem Rückweg immer noch machen. Gucken wir uns mal an, was hier oben los ist.
Da ist Energium und Wassereis. Ja, dann parken wir doch mal hier und holen uns ein bisschen Energium und Wassereis. Jawoll. Energium und Eis. 68 Eis. Das geht eigentlich alles noch. So, was möchte ich jetzt hier machen? Möchte ich bei Event Horizon noch was ausbauen? Wir haben jetzt hier einen, der verarbeitet einfach Biomasse. Gut, gut. Oh, und wir haben alle Ressourcen bereits eingesammelt. Nächster Zug, eintreffendes Schiff, Androidenkollektiv und Militärallianz. Och ja. Hier fängt es gerade an, ein bisschen zu regnen. Und ein bisschen zu donnern in der Ferne. Stelle ich gerade fest. Wir gucken uns an, was in dem anderen Bereich hier noch so ist. Das ist ja nicht mehr viel. Das System ist ja extrem klein. Naja, denn springen wir wieder zurück. Treffen wir ja gerade das Schiff, was wir da unten getroffen haben? Ich glaube ja. Dann springen wir wieder hierher zurück. Und würde sagen, dann fliegen wir nochmal hier hin. Händigen einen der Gefangenen an die Militärallianz aus. Gucken, was wir noch handeln können. Und dann haben wir es. So, machen wir mal so und so. Stationieren. Energium hätte ich gerne. Und ach, Chemierohstoffe kann man nie genug haben. Ah, hier ist ein Schiff, was wir in Besitz nehmen könnten. Will ich aber eigentlich nicht. Ah, hier ist ein Außenposten der Militärallianz. Auch spannend. Und wir haben schon wieder einen Überfluss an Geld. So, ich möchte Kopfgeld einfordern. Piratenpakt Gefangene. Und da war Connor White. Ohne Gegenleistung freilassen. Kommt hier. Zack. Unsere Beziehung verbessert sich und jetzt wollen wir noch mit euch Handel treiben. Was habt ihr denn Schönes? Ich kaufe euch mal alle Energiestäbe ab. Schaden kann es nicht, da muss ich nicht so viele herstellen. Und wir haben wieder Gewebe, was super ist zum Verkaufen. Und wir hätten auch noch Biomasse, wenn ihr haben wollt. Ansonsten grüße ich nochmal und wir könnten eigentlich auch noch ein paar Waffen verkaufen, weil die klumpen mir auch das Inventar zu. Wir haben 9 Sturmgewehre. Das ist ein bisschen viel. Da verkaufe ich mal 2 von. Ich verkaufe auch 2 Shotguns. Und 2 Pistolen. Und den Rest machen wir mit Biomasse voll. Und dann ist das gut. So. Ich werde mal kurz das Dachfenster ein klein wenig schließen. Bin sofort wieder da. Nicht, dass der Rahmen nass wird. Ich hatte das ziemlich weit offen. Und bei so einem Dachfenster ist es dann ja doof, weil das ist ja so... Ihr wisst, wie ein Dachfenster funktioniert. Was quatsche ich denn da? So. Wir handeln ein bisschen in der Gegend rum. Und dann müssten wir auch langsam alle Kryostase-Kammern hier drüben. Fehlen noch ein paar. Wir müssen noch mehr Energie... Stäbe herstellen quasi, damit die dann auch irgendwann auf die Event Horizon ausgeliefert werden, weil ich glaube, die Event Horizon, ja, die Event Horizon hat 0 Energiestäbe. Oh, und sie haben aber ein paar Waffen. Das heißt, wir könnten mal hier auf der Event Horizon irgendwo ein Lager hinsetzen, wo Waffen gelagert werden. Vielleicht hier. Vielleicht hier so. Oder, nee, neben dem Komposter.
Komm, machen wir ein kleines Lager neben die Kompostiereinheit. Eintreffendes Schiff, Zivilisten. Ja. Unser ganzer Handel ist abgeschlossen. Wir bekommen gerade wieder ein paar. Hier wird wie wild, werden wie wild Energiestäbe produziert. Und jetzt, ja, jetzt sind alle Kryostasekammern, in jede Kryostasekammer muss ein Energiestab, sonst funktionieren die halt nicht. So, wir sind jetzt ganz schön viele geworden. Ja, und da ist ein Zivilistenschiff. Dieses Schiff interessiert mich auch nicht, das nehmen wir jetzt nicht extra noch auseinander, sondern wir springen weiter. Zivilisten. Was wollt ihr denn? Bei uns sind einige Ressourcen knapp gewesen. Sie brauchen 3 Kohlenstoff. Och. Ich bin gerade fertig zum Springen. Nee, tut mir leid. Funktioniert gerade nicht. Sup. Und weg sind wir. So, und jetzt haben wir hier alles. Könnt ihr eigentlich den Regen hören, der hier gerade aufs Dachfenster prasselt? Ich würde sagen, wir springen mal. Ah, wir haben ja gesagt, wir wollen zum Baron, ne? Das heißt, wir springen jetzt mal hier rüber. Wir springen jetzt mal darüber. Und in dem System werden wir uns jetzt auch nur eine Weile aufhalten, weil wir müssen erstmal dafür sorgen, dass unsere Industrie genug Energiestäbe produzieren kann. Ja, man hört den Regen. Alles klar. So, okay, wir haben hier Leute, mit denen wir Handel treiben können. Androiden als Begrüßungskomitee. Spannend. Dann würde ich doch mal sagen, direkt mal begrüßen. Hallo. Wir wollen euch nichts Böses. Wir haben Zeug dabei, das wir euch verticken wollen würden. Habt ihr irgendwas Interessantes? Wasser, da haben wir jetzt keinen Mangel mehr. Aber guck mal, wir haben super viel Biomasse. Die würde ich euch direkt geben. Und sag Bescheid, wenn es zu laut wird, das Geprassel. Dann kann ich auch noch was daran tun. So, denen haben wir jetzt Zeug verkauft. Dann grüßen wir die mal. Handel treiben. Auch mit der Herz aus Gold. Die haben Wassereis. Okay, wir haben jetzt 70 Wassereis. Wir müssen uns nicht noch extra Wassereis kaufen, ne? Aber das sehe ich selten, dass ein Schiff Wassereis zum Verkauf anbietet. Wir könnten hier einfach mal sagen, komm, gib mal 10 Energiestäbe her. Wir haben eh genug Geld. Und wir haben ein bisschen Gewebe. Und den Rest machen wir in Biomasse, okay. Zack, und nochmal. Und dann handeln wir mit euch noch weiter Biomasse. Ja, komm, nehmen wir nochmal die Stäbe. Wir haben genug Geld. Schließen wir einfach mal den Handel ab. Ja, Regen ist sowas von wichtig. Und ich glaube, ich muss jetzt mal. Mach mal auf Mittel. Ich muss nochmal zum Fenster. Ich muss es ganz zumachen. Es tropft schon rein. Aber ja, es ist hier dringend nötig, dass es mal regnet. Wirklich dringend nötig. Es ist so trocken hier gewesen und so heiß. Ich freue mich richtig. Regenwetter ist gutes Wetter, weil das heißt, dem Boden geht's. Wir haben in Brandenburg immer noch Dürre. Das vergisst man leicht. Vor allem, wenn du abends mit dem Hund die Runde machst und siehst ja irgendwie, alle Leute sind wie bekloppt ihren Rasen am Sprengen. Da wundere ich mich manchmal.
Naja, gut. Aber in Brandenburg soll man mittlerweile nicht mehr Leitungswasser im Garten zum Gießen von Pflanzen einsetzen. Ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, aber tatsächlich ist das so. So, wir sind im Androiden-Kollektivgebiet angekommen. Und jetzt gucken wir uns mal um, was die in ihrem System so alles haben. So. Okay, hier erstmal einiges an einige Wracks. Okay. Okay, noch zwei Untersysteme. Das ist ja nicht so viel. Hier sind Wracks. Noch mehr Wracks. Dann springen wir mal hier oben hin. Das ist auch nur so ein kleines. Ach, guck an. Hier haben wir direkt ein Schiff von der Sklavenhändlergilde. Dann fliegen wir da doch mal hin und werden unsere Flüchtlinge los. Deine Nation fragt, wo wohne ich denn gerade? Ich wohne in Brandenburg, 300 Meter von der Berliner Grenze entfernt. Also sehr nah dran. So, das finde ich eine okaye Positionierung. Hier können wir auch nochmal... wir haben eigentlich genug. So, und die Sklavenhändler rufen uns direkt an. Und das ist ein großes Sklavenhändlerschiff. Die müssten uns dann alle restlichen Flüchtlinge abnehmen. Hallo. Kommunikationsanfrage? Ja, ich möchte die... Seid gegrüßt, Weltraumreisender. Wir suchen nach Mitgliedern unserer Gruppierung, die einen Notruf abgesetzt haben. Weißt du, was mit ihnen geschehen ist? Ja, es befinden sich Flüchtlinge bei uns an Bord. Und was bieten sie uns? Sie bieten uns 2 Hypertreibstoff, künstliches Fleisch, Infrablock, einmal unedle Metalle und 574 Credits. Ach ja, Ausgleich an Herz aus Gold. Hoffentlich nehmen sie das alles an. Komm, lass uns nochmal Handel treiben. Habt ihr noch was Spannendes? Ihr hättet noch Energiestäbe. Wir nehmen euch einmal eine Ladung Energiestäbe. Hätten wir gerne. Und ich weiß gar nicht. Ja, eine Tour Biomasse verkaufen wir mal. Und dann muss ich gar keinen Biomasse mehr verkaufen. Jetzt müssten die hier alle eigentlich. Sklavenhändlergilde. Was wollt ihr jetzt schon wieder? Bei uns sind die Ressourcen knapp geworden. Sie brauchen 5 Kohlenstoff. Ach ja, komm. Könnt ihr haben. Okay, sie haben uns gescannt. Ja. Von mir aus. Aber eigentlich müsstet ihr auch genug Platz haben, dass ihr alle Leute aufnehmen könnt, oder? Es laufen noch zwei Flüchtlinge rum. Sind wir die etwa nicht losgeworden? Es war eben... Haben die uns nur 4 Flüchtlinge abgenommen? Ja, ich glaube, wir haben immer noch 2 Flüchtlinge von der... Das ist ja ätzend. Das war so ein riesiges Schiff, von der wir so viele Flüchtlinge hatten. Tja, aber jetzt ist es so. Okay. Genau, hier haben wir ein unerforschtes Schiff, was wir übernehmen könnten. Und ein Wrack. Da würde ich doch mal sagen, wie sieht's denn aus mit unserem Away-Team?